Vielen Dank für Ihr Interesse an der Programmiersprache Perl. Anhand dieses Videos möchten wir Ihnen die Perl-Konferenzen, die damit verbundenen Fortbildungschancen und die Community hinter vielen professionellen Open Source und Geschäftsanwendungen vorstellen. Ich komme gerne zum Deutschen Perl Workshop. Es ist jetzt der 5. oder 6. für mich. Einfach, weil ich meine Freunde wieder sehe, weil die Perl-Community ist wie eine große Familie. Es ist alles nicht so ernst. Wir haben T-Shirts an, wir müssen keine Krawatten tragen. Das kostet nicht so viel, sondern die Community finanziert sich durch Sponsoren. Was ich hier sehr genieße, es sind kaum Chefs da. Ganz wenig Bossi, keiner spricht über mein Projekt, mein Budget und so, sondern es ist hands-on, die Leute präsentieren mit Dinge, mit denen sie tatsächlich arbeiten. Jeder Tag beginnt mit einer 60-minütigen Keynote einer Koryphäe. It's a lot of fun being at this workshop and talking to a lot of people, getting to know some new ideas. I'm really appreciating a lot of the talks on Perl 6. Plus, I like visiting Germany. In den Vorträgen werden nicht nur Visionen geteilt, auch werden für Probleme des Alltags praktische Lösungen präsentiert. In ganztägigen Hands-on-Workshops können sich Teilnehmer in komplexe Themen einarbeiten. Man trifft die Leute wieder, die man im letzten Jahr getroffen hat und in den vielen Jahren davor, und sieht, dass Perl weiterlebt, sich entwickelt, die Leute auch gut ernährt. Die Giveaways am Merchandising-Stand können sich sehen lassen. Und beinahe jeder bringt den Daheimgebliebenen etwas mit. When I first came to a Perl conference for the very first time, I felt an immediate sense of welcome in the community. This was nice. Perl people are open and they like a challenge and they like to solve problems. Immer wieder einige recht Visionäre dabei und andererseits bodenständige. An den Abenden wird gemeinsam in geselliger Runde der Tag rekapituliert, Freundschaften gepflegt und die Netzwerke erweitert. Dank unseren Sponsoren konnten wir neben dem gemeinsamen Essen auch eine Tombola veranstalten.